Hey, da bin ich wieder, euer Tarian. Wenn ihr jemand anderes erwartet habt, seid ihr selber schuld. Es geht hier weiter mit dem Chrysler Building. Ich habe hier mal die nächste Etage soweit hochgezimmert und müsste jetzt nochmal just auf die Vorlage schauen. So, wir brauchen jetzt wieder Platz für drei Fenster. Drei Fenster. Müssen wir mal gucken, wie viel wir dann hier kleiner machen können. Wenn wir von hier anfangen, haben wir hier ein Fenster, zwei Fenster, drei Fenster. Dann passt das. Dann passt das so. Da-da-da-da. Da wird's auch kleiner, hier wird's kleiner, alles wird kleiner. So. Okay. Dann hier einmal ringsrum die Wand gerissen. Im Prinzip wieder dasselbe wie vorhin. Dahin. Jetzt haben wir hier plopp, plopp. Und hier machen wir so weiter wie gehabt. Zwei, hier kommt nochmal zwei, dann eins, dann zwei, zwei, zwei. So, damit wäre die Hälfte wieder fertig. Ziehen hier direkt wieder ein Stockwerk rein und haben hier wieder das geht hier nachher bis ganz nach oben, bis in die Spitze. Das können wir schon mal ein bisschen andeuten. Ich habe schon so ein bisschen Gefühl dafür, wie sich diese beiden Türme nachher gegenüberstehen, wobei das Chrysler Building nicht ganz so groß wird wie das Empire State Building. Das Empire State Building findet ihr, wenn ihr euch bei diesem Film erst eingeschaltet habt, übrigens auch hier von mir in meinem YouTube-Channel, wie ich das gebaut habe. Und falls ihr mit diesem Video anfangen solltet, ich baue hier das Gerüst mit euch, zeige euch, wie das geht. Dekorieren und verzieren liegt nachher an euch. Ich mache es natürlich aber trotzdem auch fertig, allerdings live in meinem Twitch-Account bei Twitch TV. Und da könnt ihr mir dann immer folgen, wie ich diese Megastadt hier errichten will. Megastadt ist natürlich jetzt noch nicht zu erkennen, aber auch die größte Metropole hat man mit einem Haus angefangen. Und das ist hier halt das Empire State Building, gefolgt vom Chrysler Building. Es sollen aber noch mehr kommen, Heaven's End und verschiedene andere Gebäude. Sky End, nicht Heaven's End. Jetzt bin ich gerade etwas confused. Zack, zack. Mann! Alle Möglichkeiten durch. So, so. Ey. So, und hier geht's weiter ganz normal. Zack. Ah, Blödsinn. Hier geht's ja gar nicht ganz normal weiter. Was bin ich denn heute verwirrt, ey? So. Wir ziehen das hier durch.
Genau, da geht's nicht weiter. Hier auch. Klack, 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 klack. So. So, 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 so. So. Oh. Nee, zwei. 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 Zwei, eins, zwei, zwei, zwei. So, das wäre dieser Teil. Im Prinzip heißt es jetzt wieder gucken, wie weit nach oben. Wir gehen von hier aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich mache mal jetzt nur hier die Kanten. Dann brauche ich nicht wieder noch ein kleines Video zu machen. Vielleicht kriegen wir das dann so direkt hin, hier rum, genau, darum, hier hinten wieder dran, und jetzt bis ganz nach da hinten durch. Nein, gar nicht bis ganz nach hinten durch. Ich trottel. Hier ist ja Ecke, 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 Ecke. Und da ist Ecke, 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 Ecke. Und hier können wir auch wieder eine Etage reinziehen. Ah. Einer zu früh. Hier. Zack. Ach, weil die nicht so lang sind, okay. So. Hier geht's jetzt wieder ganz durch. Hier habe ich die alle schon ein bisschen höher gemacht. Im Prinzip so. Was da heißt, hier kommt jetzt komplett Dach drüber. Hier komplett das Dach drüber. So. Das Dach fertig haben, dann spare ich mir den ganzen Teil nämlich, glaube ich, anstatt das jetzt hier Chrysler Building ist halt auch nicht so groß wie das Empire State Building. Nachher mit der Kuppel wird es allerdings auch ein Spaß. Die soll ja zumindest ein bisschen so aussehen wie im Original. So. Wie hoch müssen wir denn jetzt von hier aus noch? Von da aus sind es 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 3, 6, 9, 12, 55, 55, 58, 61, 64, 67, 70 bis zu diesem Stück. 70. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Warum zähle ich? Man kann doch rechnen. 30, das heißt noch 40 mehr. Wir sind bei 113, dann heißt bei 143 müssen wir dann hoch. Was habe ich jetzt gesagt? Was habe ich jetzt gesagt? Ich habe es vergessen. Ich habe es total vergessen. Also zählen wir doch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 70. So, bei 70 kommt dann wieder ein kleiner. Wie steht das Gebäude so? Zack, 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 ein kleines Podest. Das wird dann hier etwas schmaler. So. Na los. Kriegt er schon mal einen kleinen Eindruck von der Höhe im Verhältnis zum Empire State Building. Fehlt nicht so viel, aber ein kleines bisschen halt. Und hier kommt halt nachher noch ein bisschen Etage drauf plus die kleine Spitze. So, ich baue dann noch das Dach bis zum Ende des Videos, dann ziehe ich diese ganzen Stützen und Säulen und was das alles ist, baue hier diese Fassade noch zusammen und im nächsten Video kümmern wir uns dann vornehmlich um den anspruchsvollen letzten Teil, die Spitze. Genau. Wer es noch nicht gemacht hat, darf mich gerne auf meinem Twitch-TV-Channel besuchen kommen. Darf sich gerne bei Twitter anmelden und mir dort folgen. Und immer schon vorher Bescheid wissen, wann ich wieder live auf Sendung bin. Und hier an dieser vortrefflichen Stadt weiterarbeite. Es werden nicht nur Hochhäuser gebaut, auch Luxusvillen, so kleine Arbeiterviertel, kleinere Projekte, es werden nicht alles nur solche Riesendinger gebaut. Ich lasse mich da von anderen YouTubern und Twitchern inspirieren. Werde einfach mal ein bisschen durch YouTube stöbern, was da schön ist nachzubauen, ob es schon kreative Ideen gab, die man im Prinzip ähnlich oder genau gleich nachbauen kann. Oder ob ich jetzt die Decke in der falschen Etage einziehe. Mann. Augen auf beim Chrysler Building Bau. Natürlich dürft ihr auch Ideen posten, hier unter die Videos oder im Live-Chat bei twitch.tv/tarian78, wenn ich dann live online bin. Habt ihr natürlich auch den direkten Draht zu mir. Könnt ihr sofort sagen, Alter, was du da machst, ist voll Kacke, mach das doch besser so. Oder ich habe eine gute Idee für ein Gebäude. Wäre cool, wenn ich das in deiner Stadt finden würde. Was hältst du davon, mal das und das zu bauen? Komme ich gerne darauf zurück. Und ja, wie gesagt, folgt mir einfach, wo ihr könnt. Und wir sehen uns dann gleich im nächsten Teil. Tschüss.